Genau, also ich rede über Datenauskunftsbegehren. Das ist einmal eben von einem Staat, also vom Staat, also einer Behörde, einer staatlichen Institution oder von einer Firma oder so, Auskunft über die, über einen gespeicherten und verarbeiteten persönlichen Daten verlangt. Und also warum sollte man das machen? Genau, Datensammlung ist allgegenwärtig. Das ist nur eine beispielhafte Auflistung, die man nicht irgendwie als Werbung oder so sehen soll. Das ist nur, wo ich halt angefragt habe. Unter anderem, wenn man das eine Zeit lang macht, haben wir irgendwo so einen Ordner mit Antworten. Genau, ich habe es aufgeteilt in privat und staatlich, eben die beispielhafte Auflistung. Und dann kommen immer die Leute mit dem Argument, wer nichts zu verbergen hat, der hat nichts zu befürchten, was ziemlicher Blödsinn ist, weil erstens, jeder hat was zu verbergen. Ihr wollt nicht, dass eure Nachfotos öffentlich im Internet umschwirren. Okay. Die meisten Leute wollen nicht, dass ihre Nachfotos öffentlich im Internet umschwirren. Die meisten Leute wollen nicht, dass ihre Gesundheitsdaten öffentlich im Internet sind, ihre privaten Chats. Dann ja, diese drei Momente dann auch. Wenn man nichts zu verbergen hat, als richtig macht, warum muss man dann eh überwacht werden überhaupt? Die massenhafte Überwachung von der generellen Bevölkerung untergräbt aus der Unschuldsvermutung, weil damit nimmt man ja im Voraus schon an, dass jeder Mensch irgendwas getan hat und deshalb nicht unschuldig ist und deshalb überwacht werden muss. Und man hat ja Vorhänge daran. Zum anderen ändern sich Regierungen. Die Niederländer hatten vor dem Zweiten Weltkrieg die gute Idee, eine Volkszählung zu machen und haben eben eine Volkszählung gemacht, haben dort das religiöse, die Religionszugehörigkeit erhoben und gespeichert. Das hat den Nazis dann ziemlich einfach gemacht, alle Juden zu finden und zu entfernen, sage ich mal. Genau. Deshalb kann man Auskunft verlangen. Das gibt der Behörde auch ein bisschen das Gefühl, irgendwer schaut da, was wir tun. Wir können nicht einfach machen, was wir wollen, weil es ist eh allen wurscht. Da gibt es in den verschiedenen Ländern verschiedene Gesetze. Ich habe da vier, die für uns relevant sind. Also Österreich und Deutschland ist klar. Irland habe ich drinnen, weil die meisten IT-Firmen und auch generell die meisten Firmen aus Steuergründen ihre Europa-Niederlassungen in Irland haben und dann halt die USA. Ich behandle aber nur das österreichische. Also sonst wird das ausatmen. Ihr müsst die folgenden drei Folien, entschuldigen, weil es sind drei Folien Fließtext. Es ging einfach nicht wirklich anders. Es gibt das Datenschutzgesetz 2000, das regelt, wie die Daten in Österreich verwendet werden dürfen, wann sie erhoben werden dürfen, wann sie übermittelt werden dürfen und so weiter. Dann gibt es diesen Paragraph 26. In Absatz 1 steht dieser Text, ich lese euch jetzt nicht vor. Wichtig ist aber, die geeignete Form, ihre Identität in geeigneter Form nachweist. Das ist relativ eng gesetzt. Das kann zum Beispiel sein, man kopiert sich einen amtlichen Nichtbildausweis und schickt den mit. Also Führerschein, Reisepass, Personalausweis, die weiße Karte in einem Asylverfahren, so Zeugs halt. Oder auch die Handysignatur. Auch wenn die nicht sehr beliebt ist bei manchen Leuten im Publikum. Da geht dann weiter der Paragraph, Absatz 1. Die Auskunft, auch die Form der Auskunft ist sehr genau definiert, was sie enthalten muss. Sie muss die verarbeiteten Daten, und zwar nicht nur zum Beispiel so, wir verarbeiten ihren Vornamen, ihren Nachnamen, ihre Adresse, sondern es muss auch stehen, wir verarbeiten den Datensatz Vorname, der den Inhalt Sebastian hat. Den Datensatz Nachname, der den Inhalt Pfeiffer hat. Informationen über die Herkunft der Daten und auch an wen sie gesendet worden sind und warum man die Daten erhebt. Zum Beispiel so Führung einer Patientenkartei bei Krankenhäusern zum Beispiel und auch die Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage, warum man das macht. Das gibt es meistens. Irgendwelche generalisierten Bestimmungen, Musterverordnungen, das ist
viel zu komplex, um das auszulegen. Aber ein anderer wichtiger Satz ist auch in allgemein verständlicher Form. Das heißt, wenn Sie es, die Bank hat das bei mir probiert, sie haben eine Liste geschickt mit irgendwelchen Abkürzungen, kein Wort verstanden. Ich angerufen habe, was soll das? Die haben nicht gewusst, was man sagen soll. Dann bin ich auch verbunden zu meinem Kundenberater, der auch nicht gewusst, was man sagen soll. Dann habe ich zurückverbunden zu der Zentrale. Ich weiß immer nicht, was ich ihnen sagen soll. Und irgendwann war ich dann auf einmal im Vorstand bei der Sekretärin. Die hat auch nicht gewusst, was man sagen soll. Ja. Aber ich habe es dann gekriegt. Es war ein bisschen mühsam. Genau. Und sie müssen auch den Dienstleister bekannt geben, die sie in Anspruch nehmen, um die Daten zu verarbeiten. Zum Beispiel die IT-Firma, die das System hostet oder so. Genau. Es gibt aber Dinge, die man beachten muss, wenn man so eine Anfrage stellt. Zum ersten Mal, man verlangt nicht Auskunft und Löschung gleichzeitig. Es gibt Leute, die tun das. Nachdem man ein Auskunftsbegehren gestellt hat, darf der Datenverarbeiter die Daten 4 Monate lang nicht löschen. Da gibt es eine Strafe, die ist bis zu 25.000 Euro, wenn er das trotzdem macht. Genau, eben den Identitätsnachweis beilegen, das hat man schon. Eben zum Beispiel die Handysignatur. Die Handysignatur ist super sicher. Sicherstes Ding überhaupt. Und Auskunft muss nur über automationsgestützt verarbeitet werden. Ich habe dann Rechtschreibfehler gemacht. Okay, das heißt, geordnete, strukturierte Sammlungen von Daten steht im Gesetz. Es gibt Entscheidungen von der Datenschutzbehörde, was das heißt. So ungefähr alles, was sortiert ist, ist Daten. Aber nicht reine Papierakte. Aber manchmal schon. Das ist eine Einzelfallentscheidung. Prinzipiell gibt es aber nicht zum Beispiel auf Briefverkehr und so. Sondern erst, wenn es sortiert abrufbar ist. In Sonderfall Videoüberwachung, wo das Datenschutzrecht auch gilt. Es gibt § 50a. Die Videoüberwachung bezeichnet die systematische, insbesondere fortlaufende Feststellung von Ereignissen, die ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Person betreffen, durch technische Bildaufnahme oder Bildübertragungsgeräte. In weniger komisch heißt das dann, und auch mit den anderen Paragraphen, die da zusammenhängen. Auskunft gibt es nur, wenn die Videodaten ausgewertet wurden. Das heißt, eine Personenfeststellung erfolgt ist aus irgendeinem Grund für irgendeine Person in der Aufnahme. Die Auskunftspflicht gilt auch nur bei digitaler Speicherung der Daten. Also wenn irgendwer eine Videoüberwachungsanlage betreibt, die das alles analog auf Film speichert, wo sowas auch gehen sollte, da hat man kein Recht auf Auskunft. Und es trifft einen auch eine erhöhte Mitwirkungspflicht in dem Fall. Also man muss beschreiben, wann man und warum man möglicherweise von dieser Videoüberwachungsanlage erfasst worden ist. Und man muss auch beschreiben, wie man aussieht. Und die Datenschutzbehörde empfiehlt da, ein Foto beizulegen, wie man damals ausgesehen hat. Die zwei Punkte haben nichts mit dem Datenauskunftsrecht in dem Fall an sich zu tun, aber sind auch wichtig, um eine Videoüberwachungsanlage zu betreiben. Da muss man ein Hinweisschild anbringen, auf denen ganz deutlich sichtbar ist, dass da eine Videoüberwachungsanlage ist. Und man muss noch ausweichen können, um nicht erfasst zu werden. Und bevor es in Betrieb gehen darf, ist eine Meldung an das DVR, das ist das Datenverarbeitungsregister der Datenschutzbehörde, erforderlich, die führen halt ein Register, wo alle Videoüberwachungsanlagen aufgelistet sind. Das fliegt, das stimmt. Aber noch ist es so. In bestimmten Fällen kann die Auskunft verweigert werden. Ich habe zwei sehr schöne Beispiele. Das obere ist aber ehrlich gesagt nicht aus so einer Anfrage, sondern aus einer anderen, die ich gestellt habe, zu Insi-Catchern. Die haben gesagt, ja, wir haben welche, aber warum und so, können uns schon nicht sagen, weil das würde den Interessen des Staates widersprechen, wenn sie mir das sagen. Das andere ist die CIA gewesen. Das CIA can neither confirm nor deny the existence or non-existence of records responsive to request. The information is classified and therefore your request is denied. Also in den USA ist es classified, ob es Daten über dich gibt oder halt nicht.
Entschuldige, kurze Zwischenfrage. Das Wort hast du jetzt bei der CIA geglaubt? Ja, genau. Okay. Ich hoffe, das wollte ich wissen. Das Ding. Bei der CIA. Also. CIA, jetzt spiele ich das kurz. Nein. Zu der Form komme ich dann noch. Es gibt den Absatz 2 des Paragraph 26, der regelt, wann die Auskunft erteilt werden muss. Und zwar, wenn das zum Schutz des Auskunftswerbers notwendig ist, zum Beispiel, oder berechtigte Interessen Dritter oder der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich oder der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheers, wo auch immer die ist, oder der Sicherung der Interessen der umfassenden Landesverteidigung oder des Schutzes wichtiger außenpolitischer, wirtschaftlicher oder finanzieller Interessen der Republik Österreich oder der Europäischen Union entgegenspricht. Ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass das mir aus den Gründen verweigert worden wäre. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis angewandt wird. Falls das aber passiert, muss man einen Negativbescheid kriegen. Das heißt, Sie können die Anfrage nicht einfach ignorieren. Falls Sie es doch tun, also man hat jetzt die Anfrage gestellt, im Gesetz ist eine Frist von 8 Wochen vorgesehen, denn Sie reagieren müssen, aber vielleicht wartet und nichts ist passiert. Was kann man machen? Man kann einfach mal nachfragen. Aber jetzt, okay, ist das Absenden beweisbar? Das ist nur der Fall, wenn es ein Fax war oder ein Einschreiben. Alle anderen Fälle hast du Pech gehabt. Handysignatur? Wie bitte? Handysignatur? Hat nichts mit der Zustellung zu tun. E-Mails, das heißt, kannst du nicht beweisen, dass der Empfänger gekriegt hat. Normale Briefe kannst du nicht beweisen, dass der Empfänger es gekriegt hat. E-Brief habe ich nicht. Diesen Blödsinn verwendet ja keiner. Was wäre mal die erste sinnvolle Anwendung für den Zustellungsdienst? Martin, dann empfehle ich die E-Mail. Kommst du mal die E-Mail nachfragen? Man kann dann einfach mal anrufen und fragen. Das läuft eigentlich meistens gut. Je größer die Behörde ist, umso besser funktioniert es. Außer beim Bundesministerium für Bildung. Da landest du in der Vermittlung, die so, ja, ich weiß nicht, ich gebe sie mal der Posteingangsstelle, die suchen dann eine Zeit lang, dann sagen sie mir, ja, bitte rufen Sie doch mal so und so an, der hat das bearbeitet. Ich habe dann zuerst nachgeschaut in deinem Telefonbuch, das ist der Leiter von irgendeiner Rechtsabteilung dort, mit dem habe ich dann telefoniert, und der so, ja, weiß ich nicht, sagt mir nichts. Und ich, können Sie nicht nachschauen, der so, kennen schon, aber halt nicht mehr. dann habe ich halt gemeint, dass die Frist schon vorbei ist, in ein paar Tagen. Also, ja, ich kenne das Gesetz, Sie brauchen mich nicht zu belehren. Dann haben wir das Gesetz halt verletzt, was soll ich jetzt machen? Okay, was kann man dann machen? Man kann Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einreichen. Da gibt es ein Formular, das kann man nicht am PC ausfüllen. Ich weiß nicht warum. Also ich weiß schon warum, weil es mit Word gemacht ist, aber ich weiß nicht warum die das tun, das ist hirnwitzig. Ich habe es dann mit GIMP konvertiert in ein Bild und habe es mit GIMP ausgefüllt. Das kann man machen, die Behörde muss dann, ich glaube, innerhalb von 6 Monaten oder so eine Entscheidung. Die sind kompetent, sie sind nur langsam. Also sie sind wirklich kompetent, man kann auch E-Mails fragen, schreiben mit Rechtsfragen und so. Also sie müssen dann reagieren, sie müssen dann Bescheid machen. Und da steht dann halt drin, mehr oder weniger, ja, das war rechtswidrig. Wahrscheinlich, ich habe noch nicht. Dann kann man nur noch Klage einreichen. Das ist eine zivilgerichtliche Klage. Ja, das ist unschädlich. Genau, man kann Klage einreichen, das ist nützlich, wenn man Rechtsschutzversicherung hat, das deckt. Das machen nicht alle, meine macht es, ich habe es extra aus dem Grund ausgesucht, sonst hätte ich die billigere genommen. Die oberösterreichische Versicherung. Genau, mit dem Bescheid von der Datenschutzbehörde geht das einfacher, es geht vorher aber auch. Ich habe in mühevoller Handarbeit diesen ganzen Ordner da, wer mit wem Daten teilt, abgetippt. Und habe diese coole Datenanalyse-Programme da gemacht. Da fallen so lustige Cluster auf. Hier mal, dann das da, dieses Ding da, das da oben und das da oben auch noch. Da gäbe es da zum einen das Bundesministerium für Inneres. Okay, es ist
ist ja logisch, dass die viele haben und viele Dienstleister. Es gibt auch den Verfassungsschutz, der teilt fröhlich mit Interpol, Europol und irgendwelchen anderen Behörden im Ausland. Das ist sehr, sehr fad. Dann die Schulen, wo ich war, teilen miteinander halt, ich war zuerst in der Volksschule, in der Unterstufe, in der Oberstufe, Jordan, dann hier das Bundesministerium für Bildung, mein Bildungsministerium. Das da ist dann das Heer des Personalamt. Das teilt deine Daten eigentlich auch recht viel. Man muss aber auch dazu sagen, ein bisschen hetzer ist es schon, weil da steht nicht, welche Daten mit wem geteilt werden. Also, teilweise sind es nur Adressdaten, aber es gibt ein gutes Bild. Hier gibt es den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Der führt auch ein Register, wo drinnen steht, welche Versicherungsträger wann deine Daten abgerufen haben. Ich war früher bei der KVA versichert mit meinen Eltern, dann kurz bei der VEB und jetzt bin ich bei der Gebietskrankenkasse. Lustigerweise hat aber so ungefähr jeder Versicherungsträger, der es in Österreich gibt, mindestens 15 Mal meine Daten abgerufen und ich weiß nicht wieso. Ja, hier ist das AMS, weil ich kurz arbeitslos war. Die teilen das auch ziemlich fleißig. Da gibt es die jetzige Versicherung. Genau, das Bundesministerium für Finanzen. Die Stadt Wien. Da habe ich kein Dings drum, das ist meine Bank mit ihren Tochterunternehmen. Und jetzt kommen noch so ein paar lustige Beispiele, was man da so erwarten kann. Das urgeile Foto von Führerschein zum Beispiel. Das ist das Land Steiermark, das habe ich von der BH gekriegt. Oder von Billa. Wie viel habe ich eingekauft? Was habe ich eingekauft? Mit meiner Vorteilsclubkarte. Ich habe jetzt ziemliche Vorliebe für Alkohol gehabt. Das kommt als. Jeder von uns, der an der Musterung war, kann sich sicher erinnern, wie witzig das ist und nachher sagst du, ob du tauglich bist oder nicht. Aber meistens nicht so. Da kriegst du es dann. Kleiner Tipp, Suizidgedanken bist automatisch untauglich. Musst du es nur glaubhaft rüberbringen. Oder wenn du fragst, dann auf bewegliche Ziele schießen darfst. Das Sie fragen dich nach deinen Kenntnissen, sagst du, du bist Programmierer, kommt raus, EDV-Grundausbildung. Okay, wenn die das so sehen, vielleicht sind die Steißer längst. BCD-Klasse. Genau, meine Bank hat automatisch die Personenbeziehung von meiner Eltern und mir hergestellt, weil wir bei der gleichen Bank sind. Ich bin nicht auf der Warnliste, Schwarzliste oder unerwünschte Kontoverbindungen. Ist auch ein nettes Fakt. Die katholische Kirche speichert deine Daten für immer, auch wenn du austrittst, weil das ist beim Staatsgrundgesetz geregelt von 1867. Die österreichische Post macht, was sie soll, nach seinem Auftrag, ich umzogen bin, okay, aber auch, ist das, jetzt habe ich vergessen das Wort, Persönlichkeitsanalysen anhand von, wo du wohnst, wie bist du wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich Haushaltsvorstand in meiner Einzimmerwohnung. Ich verdiene weniger als diese 8000 Euro, danke. Lehre ist nicht so lustig. Ich bin in meiner Entdeckendienstphase. Und ich gehöre zu den Hedonisten, zumindest sagen sie das. Und ich bin so, wo ist es? 15,37% ein digitaler Individualist. Dann haben sie entweder nichts eingekauft, das kriegen sie von dem Dienstleister teilweise. Kannst du mal nachfragen. Genau, dann gibt es die Stadt Wien. Das war eigentlich ziemlich uninteressant. Das war nur. Das habe ich auch angefragt bei den Dienstleistern, die kaufen und sie sagen, es ist Geschäftsgeheimnis. Ist wahrscheinlich rechtfertigbar. Habe ich da nicht weiterverfolgt. Stadt Wien war ziemlich uninteressant, haben die Daten, die man wartet, Melderegister und so. Aber dann war da dieser Dienstleister, was ist denn? CSC, genau, da war noch irgendwas in meinem Kopf, weil ich mir dachte, dann habe ich dann bei Google eingegeben, kommt raus, die machen die Gefangenenüberprüfung.
Stellungsflüge von der CIA. Unter anderem sind auch einer der wichtigsten Geheimdienstpartner der NSA und so. Ja, ich glaube, das war vom BMI dann, dass sie auch noch Auskunft übergeben. Dann gibt es noch den Verfassungsschutz. Die nehmen die tolle Phrase, dass sie die nicht Auskunft erteilen, weil es gibt keine Auskunftspflicht unterliegenden Daten. Ob das jetzt heißt, es gibt keine Daten oder sie unterliegen nicht der Auskunftspflicht, das bleibt ganz in deiner Beurteilung. Fakt ist aber auch, wenn du die Anfrage mal gestellt hast, spätestens dann gibt es Daten, weil sie müssen das in ihrer Aktenverwaltung führen, dass du diese Anfrage mal gestellt hast. Und jedes Jahr, wenn du jedes Jahr fragst, kriegst du auch jedes Jahr deine ganze Korrespondenz vom vorigen Jahr und von davor und von davor und immer so weiter. Und gleich, ich bin eh schon fast, es ist eh die letzte Folie. Ich habe eigentlich das Ende Schild. Sie schwärzen mit Namen, die Sie in der vorigen Anfrage drinnen hatten, zum Beispiel ein Absender vom Brief. Muss man nicht verstehen. Nein, den Absender von denen, also ihren Sachbearbeiter. Im Originalbrief steht er drinnen, den ich kriege, aber in der Auskunft über das vorige Mal steht er nicht mehr drinnen und ist geschwärzt. Ist sowieso die Hälfte geschwärzt. Ja, ich habe keine Zeit mehr.